Wir reagieren heute auf die 21. Folge von Nachschlag. Heute geht es um Korrektiv, um tödliche Feigheit und unser Produktionsteam. Drohenden Dritten Weltkrieg. Okay, um den geht's hier häufiger, aber angesichts der aggressiven Politik des Westens wird dieser Weltkrieg ja leider Gottes immer wahrscheinlicher. Wer kennt, das ist eine Talkshow, die der ehemalige Linkspolitiker Dieter Dehm, der ja aus der Querdenkenbewegung bekannte Publizist Paul Brandenburg und der Journalist Kevan Sofisiyavash, wo die drei halt miteinander diskutieren. Und darauf reagiere ich immer, weil das relativ spannende Diskussion ist und man hier auch mal ein paar andere Sichtweisen präsentiert bekommt, als das, was man bei ARD und ZDF so zu sehen bekommt. Damit wir die Sendung fortsetzen können. Dieter, Korrektivpogrom, der Stürmer war gestern, sagst du. Warum? Der Stürmer war eine Nazi-Zeitung mit sehr aggressivem Gehalt, die sich durch zwei Dinge ausgezeichnet hat. Erstens, sie haben durchweg versucht, wie die Nazis auch, linke Embleme zu besetzen, zu usurpieren. Sie haben die rote Fahne genommen für ihre Nazi-Fahne. Sie haben den 1. Mai als Kampftag genommen für ihren Nazi-Feiertag. Sie haben sich nationalsozialistische Arbeiterpartei genannt. Nichts von den drei Begriffen hat gestimmt. Sie haben also es geschafft, Begriffe zu besetzen. Das macht jetzt die extremistische Mitte. Ein sehr guter Vorschlag, der da aus dem Chat kommt. Geschwindigkeit hochstellen, wenn Dieter Dehm redet. Ich meine, das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn Kevan Sofisiyavash redet und wenn die... Um ein Zitat von Patrick Barb zu nehmen, auch. Sie besetzen Begriffe, für die ich zum Beispiel seit 1966 gekämpft habe. Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und so weiter und so weiter. Und nutzen sie für den Krieg. Für den Krieg gegen Russland, für den Krieg im Gazastreifen und für den Wirtschaftskrieg gegen China. Also eine Übereinstimmung dabei. Und der Stürmer hat es geschafft, Demonstrationen mit oppositionellem, rebellischem Gefühl, Grundwohlsein für die Regierung hinzubekommen. Also eine Demonstration gegen die Opposition. Auch das geschieht jetzt mit sehr modernen Mitteln und eben soft und woke. Man stelle sich vor, es gäbe jetzt eine Schlagzeile, die hieße Marx verstößt gegen das gute Meinungsdurchsetzungsgesetz. Dann würde das möglicherweise relativ bald zu einer Strafe führen können. Aber das gute Meinungsdurchsetzungsgesetz klingt zwar nach Ampeln, es gibt es noch nicht ganz. Nancy Faeser hat schon die Weichen in diese Richtung gestellt. Und sie trägt sich gerade den Namen, glaube ich, ins Markenamt ein, Dieter. In diesem Augenblick. Handburg, Urheberrecht, das gute Meinungsdurchsetzungsgesetz. Und der Marx, von dem hier die Rede ist, ist Andreas Marx. Und das ist der Leiter des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum in Leipzig. Und der hat folgende volksverhetzende Aussage gemacht, die wahrscheinlich Grüne zu einer CO2-produzierenden Weißglut treiben dürfte. Eine Dürre ist ein Extremereignis. Jedes Extremereignis geht irgendwann vorbei. Es ist absurd, wenn Verbände... Ja, sonst wäre es kein Extremereignis. Das ist ja eigentlich logisch. Von einem erneuten Dürresommer warnen. Das ist Lobbyismus. Soweit Andreas Marx vom Dürremonitor in Leipzig. Also was dann vielleicht irgendwelche autowaschenden Faschisten dazu verleiten könnte, weiter im Sommer Wasser auf ihr Auto zu gießen. Und dafür dann entsprechend würde der Mann eine Strafe wegen Aufwiegelung zum was weiß ich, ja, Klimatod oder Klimamord bekommen. So ähnlich war auch das Drehbuch der Potsdam-Saga. Und der große Knall war am 2. Januar. Jetzt ist sein Peakpoint überschritten. Jetzt gibt es noch so ein bisschen Nachgeplänkel. Aber bei den großen Demos ist die Luft raus. Und lange hatte ja Korrektiv, was ich durchaus in einer gewissen Fortsetzung des Stürmer sehe, seine Recherche getrieben, dass dann eine Woche lang als Theaterstück aufgeführt und von einem Masterplan Remigration mit Massendeportationsplänen gesprochen. Jetzt haben sie auf die Nuss bekommen, das Hamburger Landgericht, die Pressekammer, hat zumindest einem ganz gewichtigen Punkt Ulrich Vosgerau von der CDU Recht gegeben in einem Presseverfahren und sie müssen ihren Artikel korrigieren. Aber immerhin, sie wollen es jetzt nicht ganz so gemeint haben und fast stündlich ändert Korrektiv jetzt seinen Artikel
von Massendeportation wollen sie nichts mehr geschrieben haben, haben dann irgendwelche Software und Formulierungen elektronisch eingesetzt. Gleichwohl, Bundeskanzler Scholz sprach von abstoßenden Umsiedlungsplänen. Er meinte nicht etwa die Umsiedlung von Palästinensern nach Ägypten, die real stattfindet, sondern die sogenannte Geheimkonferenz von Potsdam. Und wie sie das alles inszeniert haben, das ist schon stürmerreif und erinnert auch ein bisschen an bestimmte Kriegsanlässe, seien sie nun der angebliche Überfall auf den Radiosender Ratschak oder seien es eben auch die Medienlügen, die zum Überfall auf den Irak geführt haben. Frau Faeser, die das Ganze ja schon entsprechend vorbereitet, da haben wir ja schon dank Paul das letzte Mal ausführlich drüber gesprochen, spricht dann auch immer wieder von klaren Erkenntnissen, hinlänglichen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörde. Das sei alles belegt. Wer aber genau hinschaut, muss bedauerlicherweise feststellen, dass eben die Aussagen, die über das Treffen verbreitet wurden, zum allergrößten Teil nicht stimmen. Und dann hat irgendwann Korrektiv, es ist ja auch wirklich ein Witz, gesagt, sie seien mit einer solchen Uhr, ich habe so eine Uhr, in Potsdam herumgelaufen und hätten da also investigativen Journalismus praktiziert, indem sie Videoaufnahmen und Fotos und Tonaufnahmen gemacht hätten. Der Witz ist nur, dass diese Art von Uhren überhaupt keine Kamera haben. Das haben sie dann wieder irgendwie korrigiert und dann wieder versucht, das zurechtzuschwurbeln, um ihr Buch der AfD-Komplex dann auch zu verbreiten, der zufälligerweise genau in dieser Zeit erschienen ist. Dann haben sie ihre Worte ständig verändert. Also das ganze Ding zeigt schon im Detail, wie hier gelogen wird und die entsprechenden Korrektivredakteure dann auch zu Massenhelden auf den Kundgebungen hochgejubelt werden sollten. Sie sind auch pausenlos mit der Bundesregierung, die sie indirekt ja auch sponsert und bezahlt, im Gespräch gewesen. Und die Berliner Zeitung, ich weiß, Paul, du musst jetzt tapfer sein, hat hier wirklich einen sehr aufklärerischen Artikel gegen Korrektiv veröffentlicht. Und darüber freue ich mich jedenfalls. Ich hoffe, du freust dich damit gemeinsam, dass sie auch nachgewiesen haben, wie hier wirklich eine Pogromstimmung entfacht wird. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut von einem rechten Demokraten, den es in die AfD verirrt hat, stecken. Das ist wirklich so, wie jeder von uns hat es erlebt, dass dort wirklich die Menschen um ihre Gesundheit bangen müssen. Und diese Stimmung, die so mit diesem King Kong-Brustgetrommel sagt, wir sind die Besseren. Wir haben das verdammte Recht, auf dieses Gewürm von rechts draufzutreten, draufzuschlagen, Rohrbomben zu werfen oder sonst was. Hat nur einfach die Begriffe ausgewechselt, aber hat die Methoden des Stürmer und hat sie so verfeinert und so modernisiert, dass einem wirklich Angst und Bange werden kann. Ja, das ist so. Und Dieter, ich danke dir, dass du trotz dieser Analyse den Humor nicht verloren hast. Da drin ist ja was Tröstliches, wenn du sagst, jedes extreme Ereignis geht irgendwann vorbei. Dass ich mal Max zitieren muss, ich bin ja froh, dass das ein anderer ist. Und dann noch vom Dürre-Monitor, da denke ich natürlich immer an Herrn Restlecker, wenn man so im Monitor drinsteht und Dürre, da passt es ja rein. Also es fällt momentan schwer, die Heiterkeit zu behalten. Mhm. Denn dieses Erobern der Sprache, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, aber aus meiner Sicht muss man es auch immer wieder tun. Nicht? Das, was ja in den Deutschkursen der Vorgängergeneration von uns hier sogar noch runtergebetet wurde, auf und runtergebetet, LTI wurde da mal hochgehalten, nicht Lingua Tertii Imperii, als das Standardbuch, was uns allen sagt und zeigt, wie die Nazis die Sprache besetzt haben, um dann die Köpfe damit zu erobern und die Köpfe einzunehmen und platt zu machen. Genau das Gleiche, würde ich sogar sagen, Dieter, genau das Gleiche passiert jetzt gerade. Und ich danke dir. Paul, wenn ich da ganz kurz unterbreche, ich bin ja auch Liedermacher, wie du weißt. Habe ich noch nie von gehört. Ich habe ja auch eine Arbeiterlieder-CD gemacht. Ich kann dir mindestens aus dem Kopf 30 Arbeiterlieder, für die Leute zusammengedroschen wurden, eingesperrt wurden, die illegalisiert wurden, wo die Künstler Berufsverbot hatten, nennen. Die sämtlich von den Nazis mit kleinen Auswechslungen so übernommen wurden, in der Melodie, teilweise auch in der Kernzeile, die so von den Faschisten usurpiert wurden. Also der Versuch, Sprache zu besetzen, Kultur zu besetzen, Elemente zu besetzen, die den Menschen an Hirn und ans Herz gehen, ist ein ständiger Versuch, nur der hat eine solche perfide Raffinesse angenommen, dass es eben doch ein wenig neu ist und man nicht einfach nur in den alten Klamotten suchen muss. Findest du? Also ich finde ja, es ist genau das Gleiche. Ich finde die nicht raffinierter als vorher. Es ist exakt das Gleiche. Letztlich ist es das Hufeisen. Jede Form von Terrorismus, von Totalitarismus ist da gleich. Und man kann eben mit den wildesten oder mit den scheinbar edelsten Ansprüchen und Aussagen, siehe Bibel oder andere Religionsbücher, die schlimmsten Grausamkeiten begehen und sie einfach in ihr Gegenteil verkehren. Genau das erleben wir ja gerade. Okay, weil bevor wir zum Krieg kommen, der da irgendwie über allem hängt, auch über unsere Sendung heute hier, ich weiß nicht, wie du siehst. Also was da gerade passiert an Pressearbeit, ist ja
immer platter eigentlich, oder? Ich finde es nicht elegant, wenn wir jetzt hören, dass die Zukunft AfD-Berichterstattung, sagt der Deutsche Journalistenverband, soll mit Warnhinweisen versehen werden, wie auf Zigarettenpackungen. Man soll jetzt also immer, hat der DJV, die Neue Reichspressekammer, bekannt gegeben, immer gleich die extremistische mit dazu nennen. Eigentlich wird es doch platter, oder? Also sagen, als sie dich damals mobbten, waren sie noch subtiler. Ja gut, aber ich möchte jetzt mal zurückmobben oder das, wenn es heute normal ist, dass man mit Worten um sich wirft, die ganz klar für eine Zeit stehen in Deutschland, die man als das Dritte Reich bezeichnet, dass man einfach Wannsee-Konferenz sagt, dann würde ich sagen, diese Leute, die das machen, die wollen ja die Endlösung der Opposition. Die wollen uns in Lagern sehen. So, die wollen uns irgendwas herstellen, wahrscheinlich Seife machen. Sage ich, unterstelle ich jetzt mal diesen Typen zurück, ja, ist ein bisschen übertrieben. Ich übernehme jetzt mal Übertreibung, damit ihr mal merkt, was bei euch eigentlich vor sich geht. Ich bin noch ein bisschen, wie soll ich sagen, angeschlagen, das ist das falsche Wort. Desillusioniert passt auch nicht zu mir. Depressiv könnte es da bald mal treffen. Was ich in London getan hat, nochmal sorry für die schlechte Tonqualität, wie wenig Leute da letztendlich waren. Ich meine, London ist eine 9-Millionen-Stadt und da waren vielleicht 300 Briten. Der Rest kam von woanders. Und allein wie Assange da, also die kam, in welchem Raum das stattfand und in dem Raum, wo der Sound übertragen wurde, war der Lautsprecher kaputt. Das ist ja alles entwürdigend. Und wenn man die Dinge zusammenzählt, dann muss man erkennen, nichts wird so gründlich geplant wie der Krieg. Das passt ja alles zusammen. Das ist ja eben nicht, dass es im luftleeren Raum passiert. Nur was Dieter hier gerade auch anspricht, weil er auch gerade von LTI gesprochen hat, ich erinnere mich daran, dass vor ein paar Tagen Uwe Steimle, den Autor, Klemperer, ich glaube, er ist ein gebürtiger Dresdner, nochmal hochleben lassen wollte, indem er aus diesem Buch liest. Und da wurde ihm das vom Verlag untersagt. Also wir sind heute, und zwar von wem? Und das ist genau das, was mich bei der Sache wirklich so unglaublich, wie soll ich sagen, sprachlos macht. Und das passiert mir bei mir relativ selten, dass es schon wieder die Intellektuellen sind, die so doof sind, dass sie nicht einmal merken, dass sie schon wieder die Steigbügelhalter für Leute sind, die ihnen am Ende ins Gesicht treten, während wir natürlich über die Klinge springen. Und am Ende will man es nicht gewesen sein. Weil es sind dieselben Menschen, die dann nach diesem Speichel von irgendwelchen Neureichen oder Altreichen lechzen und sagen, ja, was soll ich als nächstes tun? Das ist das, was ich daran so übel finde, weil sie sind nicht wirklich dumm. Sie sind nicht wirklich dumm. Sie könnten mal die andere Seite einnehmen. Das sollten sie eigentlich auch, wenn sie Demokraten sind. Einfach wie ein Anwalt auf die andere Seite und sich das von dort mal angucken. Nein, das macht man eben nicht. Und das geht schon sehr lange so. Ich erinnere zum Beispiel auch an eine Aussage von Herrn Grönemeyer, der doch auf einer Kundgebung gesagt hat, dass man die Lebensweise diktieren müsste. Wo ich immer denke, hörst du dir eigentlich selber inzwischen zu? Du hast doch mal angefangen mit Amerika, du hast viel für uns getan, ziehst Sattelschlepper durch die Nacht. Was ist denn los mit dir? Wo sind diese Leute, die doch mal so gegen Krieg waren? Ich rede gar nicht von Berufspolitikern, sondern ich rede von Leuten, die es besser wissen müssen. Ich rede auch von einem offenen Brief von Frau Fischer-Rodrian an Becker, wo gar keine Reaktion kommt. Was ist los bei diesen Menschen? Und ich glaube, dass die hier handelnd sind, ja, diese ganzen Schrabens und so, ja, das sind ja alles nur Wanzen. Wenn die jetzt so agieren, dann wissen sie eben auch, dass es einen Rückhalt gibt von den sogenannten Intellektuellen, die sagen, egal wie bescheuert die anderen sind, nehmen wir mal an, sie sind total bescheuert, aber wir werden niemals mit Bescheuerten so umgehen, weil da sind wir ja genauso wie die, vor denen wir warnen. Aber dass man dafür immer Ausnahmen macht. Und da kann ich nur sagen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass da unglaublicher Druck da sein muss und dass man vielleicht eine Todessehnsucht hat in der Geschichte. Man möchte gerne an irgendeiner menschlichen Zerstörung dabei sein, also des Gegners und dann möglicherweise auch also des Inlandgegners und dann auch des Auslandsgegners. Und das kann mir vielleicht mal ein Psychologe wie Herr Maas beantworten, Gefühlsstaubaum, dass wir jetzt in einer Zeit sind, die nur friedlich wirkte, das aber vielleicht gar nicht war und dass jetzt irgendjemand dafür über die Klinge springen muss. Irgendwie ist das grau, die Leute gucken sich auch gerne Krimis an oder Saw oder so. Und das vielleicht jetzt mal in real life. Nur in diesem Fall, wir werden noch drauf kommen, wird das nicht so ausgehen, dass wir nur Zuschauer sind. Und das ist etwas, was mich verstört, weil niemand kann von sich behaupten, jetzt mal nur bei analogen Kriegsführungen, dass er die Orte, die analog bombardiert wurden, nicht angesehen hat. Was ist denn eigentlich von Gaza noch übrig mit analogen Waffen? Was ist denn von Jugoslawien noch übrig gewesen? Was war denn in Dresden bei analogen Waffen noch übrig? Und was uns auf uns aber wartet und womit gespielt wird, zwar ganz offen von Politikern, nicht von uns, was soll denn das eben sein? Und dieses Abstrakt, dass das so alles so abstrakt ist, das treibt mich persönlich in den Wahnsinn. Und vielleicht ist das so, dass Menschen nach 50 Jahren die Erfahrung des Krieges wieder machen müssen und sie fangen bei den Oppositionellen einfach an, um sich schon mal an Gewalt zu gewöhnen. Ja, wir werden aus Gründen darüber gleich ausführlich sprechen müssen. Ich freue mich, wenn es dich in den Wahnsinn treibt, Kevan, da bin ich doch nicht ganz alleine und habe ein bisschen Gesellschaft. Vielleicht kommt Dieter auch noch irgendwann da an. Aber es ist gruselig und das jetzt tatsächlich außerhalb der Reihe. Es ist halt immer wieder gruselig und auch für mich persönlich natürlich schön, wie sich...
Ja, da geht es ja um diese unfassbare Hetze, die Korrektiv da gegen Oppositionelle fährt und vor allem gegen die AfD mit dieser auch völlig, also da gab es ja ein paar AfDlern, ein paar CDUlern und das wurde aufgebauscht zu einer neuen Wannsee-Konferenz. Also das war ja wirklich der Wortlaut, der da für ein Korrektiv verwendet wurde. Also das ist eine unfassbare Hetze gegen die Opposition, die man auch, ja, wo jeder vernünftig denkende Mensch eigentlich sofort sagen müsste, Hilfe, bleibt mir weg damit. Ja. Sowas sollte auf keinen Fall mit Staatsgeldern finanziert werden. Und davon wird Korrektiv ja zu einem Gutteil finanziert, von großen Oligarchen und vom Staat. Die Themen, unsere Schlagzeilen hier ganz von selber irgendwie in eine ähnliche Richtung entwickeln. Scheint die Sprache zu sein, die heute im Blick ist. Und offensichtlich scheinen wir uns da einig zu sein, dass die Sprache sich verändert. Sich verändert in einem Maße und einer Geschwindigkeit. Wir sehen das ja schon lange, alle in unseren Arbeiten, wie sich Worte neu bedeuten. Aber welches Extrem das angenommen hat, in welchem Maße es jetzt kämpferisch wird, pervers wird in den Bezeichnungen und diese Begriffskämpfereien, das hat auch mich bewegt. Deswegen sage ich, die Feigheit vor dem Wort wird tödlich. Und wenn Dieter gerade gesagt hat, dass wir aufpassen, dass wir anklagen müssen, was da die Angreifenden tun, was da diejenigen tun, die ich für Neofaschisten halte, nach wie vor. Und wenn du ihn schon Schirmer nennst, lieber Dieter, dann bist du da mittlerweile ganz nah bei mir. Denn es war das Blatt der Faschisten. Es ist die Sprache derer, die da angreifen. Ich finde aber auch, dass die Sprache derer, die sich verteidigen, unsere eigene Sprache, sich in schlimmer Weise verändert hat, weil sie zum Teil feige wird. Wenn wir lesen in freien Medien, dass die Regierung einen Überwachungsstaat plane mit ihrem Demokratiefördergesetz, dann frage ich mich, was das Wort planen überhaupt noch für eine Bedeutung haben kann, wenn es denn von etwas spricht, was irgendwann in der Zukunft passiert. Also gerade im News-Interview sagte Fatila Kailani, der NZZ, die ich sehr schätze für ihre Arbeit, all das, was da passiert, führt dann in Zukunft zu einem Überwachungsstaat. Da muss ich immer lachen und sagen, okay, da habe ich falsche Zeitvorstellungen oder vielleicht zu wenig physikalische Erkenntnisse, ob das doch immer noch bei biologischen Wesen wie uns streng linear verlaufende Zeitdinge irgendwie zu verstehen, sofern wir nicht in der Nähe schwarzer Löcher sind. Es drohe eine Erosion des Mittelstandes, sagen Wirtschaftsvertreter. Wenn das nur droht, was passiert denn jetzt hier gerade? Ja. Und all diese Untertreibungen sind nichts anderes als Lügen. All diese Relativierungen sind nichts anderes als. Ach so, da sind wir jetzt schon im nächsten Thema, stelle ich gerade fest. Ja, da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Also.